Schwalben sind ja ganz schön schnell. Aber kann man die jetzt auch im Flug fotografieren? Diese Frage wollen wir heute nachgehen. Heute bin ich wieder mal bei dem Uferschwalben und ich habe mir heute die Herausforderung gesetzt, die Uferschwalben tatsächlich im Flug zu fotografieren. Und das nicht vorm Himmel, sondern tatsächlich vor einem schön aufgelösten Hintergrund. Und dabei kann man natürlich verschiedenste Tricks anwenden, dass man da zumindest ein paar scharfe Bilder bekommt. Und welche Tricks das sind, das klären wir in diesem Video. Am Ende seht ihr natürlich auch wieder die Bilder, die ich hier gemacht habe, oder zumindest einige davon. Und da könnt ihr mir mal gerne in die Kommentare schreiben, wie euch die Bilder gefallen. Also wie ihr sehen könnt, sind hier die Uferschwalben ja ziemlich aktiv. Und die fliegen hier ziemlich tief. Und der Hintergrund und die Schwalben, die kleinen Schwalben, das hebt sich jetzt natürlich nicht so gut ab. Und der Fokus hat da natürlich seine Schwierigkeiten, dort entsprechend den Vogel scharf zu kriegen. In der Regel ist es dann so, man fokussiert und versucht einen Vogel scharf zu kriegen, aber es wird alles andere scharf, der Hintergrund, der Vordergrund, aber bloß nicht der Vogel. Die Uferschwalben, die sind hier jedes Jahr. Die haben hier an der Steilwand, ich blende euch das mal ein, dort an der Steilwand haben die ihre Bauten, ihre Löcher, wo die auch brüten. Und da fliegen die gern rein und raus, sammeln Futter ein, was sie dann da reinbringen zu ihren Kleinen. Und die Uferschwalben selbst, die sind ja sehr gesellig. Also gesellig im Sinne von, die machen ziemlich viel gemeinsam. Also die sitzen gern gemeinsam, sonnen sich gemeinsam, jagen gemeinsam. Ja, und füttern dann natürlich auch ihre Kleinen gemeinsam. Und das machen die halt hier, ne? Also das ist dann immer mal so ein Schwung. Da fliegt ein Schwung weg, dann kommt ein Schwung wieder. Dann sitzen sie alle mal am Rand oder ja, sitzt mal keiner am Rand und dann fliegen sie alle. Ja, also die machen da alles gut gemeinsam. Ja, und jetzt fliegen sie alle schön im Kreis hier vorn. Und das wäre jetzt natürlich super gewesen, die tatsächlich auch gut zu fotografieren. Aber wenn man quatscht, kann man halt nicht fotografieren. Also machen wir weiter. Als erstes, was ihr auf jeden Fall in eurer Kamera einstellen solltet, ist eine kurze Belichtungszeit. Ich habe jetzt mal 2500 gewählt. Blende 4 habe ich gewählt. Warum habe ich Blende 4 gewählt? Also die Vögel, die sind jetzt nicht ganz so groß. Und wie ihr seht, habe ich jetzt auch keinen Telekonverter drin. Also das heißt, die Bilder oder andersrum, die Vögel werden dann schon ziemlich klein auf dem Bild sein. Aber ich habe mich jetzt extra gegen den Telekonverter entschieden, weil mit dem Telekonverter ist es natürlich noch ein bisschen schwieriger, die Vögel zu finden. Zudem ist der Fokus noch ein bisschen langsamer. Zu dem Fokus komme ich aber dann noch, was wir da alles einstellen können. Also, Belichtungszeit habe ich jetzt eine 2500 Sekunde. Blende 4, weil die Vögel ja klein sind und von der Schärfentiefe habe ich schon geprüft, das passt soweit. Und ansonsten habe ich ISO-Automatik drin. Zu dem Programmwahlschalter, den habe ich jetzt auf Serienbild gestellt, damit die Ausbeute der Bilder ziemlich hoch ist. Am Ende haben wir dann wahrscheinlich über 1000 Bilder oder 2000 Bilder, die wir dann auch auswerten müssen. Und da werden ganz, ganz viele tatsächlich nicht scharf sein, aber ein paar scharfe kriegen wir dann trotzdem noch raus. Und zudem habe ich den Continuous Autofocus reingemacht. Also AFC habe ich eigentlich fast immer drin oder eigentlich immer drin. Und habe hier zusätzlich dann noch die Verfolgung eingestellt.
Motivverfolgung. Nicht jede Kamera kann das. Auch mit herkömmlichen oder mit anderen Kameras könnt ihr natürlich trotzdem die Bilder entsprechend einstellen. Ja, mit Fokus fotografieren, habe ich ja vorhin schon gesagt, ist ja eigentlich ein bisschen unmöglich. Ich nutze da einen kleinen Trick. Ich beobachte die Vögel ja schon eine ganze Weile hier und die Vögel, die fliegen ja hier unten rum, fliegen auch mal hoch, fliegen wieder runter und bewegen sich hier so in dem ganzen Gebiet. Und das Gute, wenn die Vögel vor dem Himmel sind, dann haben die natürlich genügend Kontrast, um auch im Fokus zu bleiben. Und ich verfolge dann die Vögel am Himmel, suche mir einen Vogel raus, den ich dann sozusagen verfolge den am Himmel. Und wenn der dann nach unten geht, vor dem Grünen, dann drücke ich natürlich schon lange ab und habe dort auch schon ja, ein paar scharfe Bilder erhalten können. Eine zweite Variante, die es dann auch noch gibt, die erkläre ich später. Aber jetzt machen wir noch mal ein paar Bilder. Also wie gesagt, 2500stel und ISO 4. Und ich suche mir hier ein paar Vögel raus, die dann hier ja, in diese Richtung kommen. Also die fliegen immer hier so weg. Nach links von mir aus gesehen und komme dann wieder auf die rechte Seite zurück, ja, aber auch von links. Deswegen positioniere ich mich jetzt hier so, dass ich hier sehe, wann der Vögel kommt. Und wenn die dann kommen, dann visiere ich die natürlich an, verfolge die ja, manchmal da muss man ein bisschen länger verfolgen. Nicht immer der Vogel, den man gerade verfolgt, fliegt dann tatsächlich hier runter. Aber ab und zu passiert es dann doch mal. Ja, hier vorne ist noch einer, den nehmen wir jetzt. Jetzt kommt er natürlich direkt auf mich zu. Da haben wir ihn drin. Jetzt fliegt er erstmal nach links. Sind noch mal welche, die kommen jetzt runter und feuerfrei. So, jetzt können wir ja schon mal gucken, ob wir jetzt tatsächlich bekommen haben. Die sind jetzt ziemlich dunkel geworden, aber die sind auf jeden Fall scharf, also passt. Ja, für diejenigen, die jetzt nicht so einen guten Fokus haben, die können sich natürlich auch anders behelfen. Und das ist dann der zweite Trick. Ich beobachte ja, wie vorhin schon gesagt, die Vögel und die fliegen auch hier unten ziemlich oft über das Wasser und schnappen sich dort ein bisschen Wasser aus dem Tümpel. Und das können wir natürlich nutzen, um dort an der Stelle auch entsprechend Bilder zu machen, wenn die dann so knapp übers Wasser fliegen. Das würde jetzt kein Fokus schaffen, mein Fokus würde das auch nicht mehr schaffen. Und daher kann man ja Folgendes machen. Man sucht sich eine Stelle raus, wo man weiß, dass da ziemlich viele Vögel durchfliegen oder oft durchfliegen. Fokussiert dann sozusagen diese Stelle vor, stellt den manuellen Fokus ein und wartet dann einfach, bis die Vögel dann durch diese Fokusebene durchfliegen. Und in dem Moment drücken wir ab. Und da haben wir natürlich auch ja, eine gute Ausbeute an Bildern, die dann tatsächlich scharf sind. Das Ganze könnte man natürlich auch, wenn man das kann und hat, mit Telekonverter machen, dass die Vögel nicht ganz so klein sind. Bei mir jetzt ist das jetzt nicht notwendig. Oder ich werde das jetzt nicht machen. Ich habe genügend Auflösung, um dann entsprechend auch noch kroppen zu können. Ja, also ich habe gesehen, ich gehe immer ein bisschen nach links und rechts. Also man muss nicht immer die gleiche Stelle haben. Also die Vögel fliegen ja ein bisschen hin und her. Und das können wir natürlich nutzen. Wir können einen Vogel trotzdem so halbwegs verfolgen. Und wenn wir dann sehen, dass der in Richtung Fokusebene kommt, von hinten oder von vorn, ja, besser ist natürlich, wenn sie auf uns zufliegen, dann drücken wir einfach ab, machen Bilder ohne Ende und werden dann in der Auswertung natürlich auch sehen, dass da tatsächlich ein paar scharfe Bilder dabei sind.
Das klappt natürlich jetzt nicht immer, aber ab und zu klappt das mal. Ja, und wenn ich jetzt die Bilder durchgucke, die letzten, die sind jetzt, glaube ich, nicht so scharf geworden. Aber es sind schon ein paar dabei, die tatsächlich genügend scharf sind. Ja, ihr hört es hinter mir, da hinten, das sind Storchennester. Und die klappern jetzt auch schön. Ja, also ihr seht, es ist ja schon später Abend. Die Sonne steht zwar noch ziemlich hoch, aber das liegt einfach daran, weil wir jetzt die Jahreszeit haben, wo die Sonne halt so lange auf ist. Aber das Licht ist auch optimal zum Fotografieren gerade. Ja, und ihr hört es auch vielleicht, ab und zu kommt hier mal ein Kiebitz vorbei. Da hinten auf der Wiese sind ziemlich viele Kiebitze. Dann kann man auch Kiebitze fotografieren. Und hier vorne halt jetzt die Uferschwalben. Und viele Krabbeltiere. Ja, da vorne ist ein Storch. Ja, man muss dann immer die Fokusebene finden. Und wenn man die Fokusebene gefunden hat, dann guckt man halt, beobachtet die Vögel. Und wenn die da so schön durch die Fokusebene fliegen, da kann man dann schon abdrücken. Ne? Man sieht ja, wenn sie auf einen zukommen. Und dann drücken wir einfach ab. Und die Ausbeuten sind dann gar nicht schlecht. Ne? Also das sind ja ziemlich viele Vögel, die hier unterwegs sind. Und da kriegen wir schon ziemlich viele scharfe Bilder. So. Ja, also wie gesagt, jetzt fliegen sie gerade hier vorne schön rum. Ja, ich habe jetzt hier entsprechend die Fokusebene eingestellt. Ich visiere noch mal kurz da drüben an. So, das ist jetzt meine Fokusebene. Und jetzt fliegen sie alle schön hier durch. Und da kann man natürlich wunderbar fotografieren. Ja, ich hoffe, euch hat es wieder gefallen und ihr konntet wieder ein paar Tipps mitnehmen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin.